Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Airborne Kingdom. So, ja, wir sind immer noch im Pausenmodus. Wir sind auf dem Weg zurück und haben da so ganz nebenbei was Goldenes, Glänzendes gefunden. Ganz nebenbei sehe ich hier auch noch eine Reliktruine, wo ich Arbeiter hinschicken kann. Oder einen Arbeiter hinschicken kann. Weist sich hier bis jetzt als alles sehr erfolgreich, diese ganze Geschichte. So ganz nebenbei halt noch dieses und jenes entdeckt. Relikte gefunden. 4. Cool. 4. Lager für Ressourcen fast voll. Ich würde nicht nur sagen fast voll, der ist voll. So, weiter geht's. Wir brauchen... Ja, wir könnten gebrauchen ein bisschen Wasser, nicht weil es jetzt unheimlich drückt, ein bisschen schon, aber es... Oh. Ja, wenn das so ist. Weil wir hier, ne, genau, wir können da einiges noch auffüllen. Also natürlich nicht zu weit weg. Ja, ich eigentlich kann ich eh nichts mit anfangen. Und wir werden hier so langsam mit dieser einen Technologie, also ne, mit diesem einen Wissen, kommen wir so langsam weiter. Was den Wasserbedarf oder den Wasserverbrauch entsprechend drosselt oder drosseln sollen. Ich hoffe, dass sich das entsprechend auswirkt. Das eine war die 50% weniger Wasser, also Direktverbrauch. Und der andere ist indirekt durch 50% weniger Nahrung für unsere Leute. Da hoffen wir mal, dass sich das dann hier auch so langsam mal niederschlägt. Vor uns die nächste Wasserquelle und das könnte Kohle sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Es ist ein Kohlevorkommen, in der Tat. Und dann tanken wir auch direkt holen wir uns auch direkt neue Kohle, wenn sie das gerade anbietet. So, ah ja. Unser Doppelachsel. Der dreifache Doppelachsel. Den wir jetzt hier machen müssen. Ich klicke das mal direkt an, damit ich sehe, wie viel da noch vorhanden ist, bevor das hier komplett trockengelegt wird von mir. So, wie sieht's aus? 139 aktuell. Unsere Flieger schwärmen aus, stürzen sich auf die Oase, füllen ihre Tanks, vollführen ihre Flugkünste und dann... Oh, 136? Okay. 30, 34, es wird stündlich, minütlich weniger. Und jetzt geht's auf. Jetzt geht's ab. 157, 160. Okay. Ja, wir sind schon wieder auf 158 runter. Dafür geht's mit der Nahrung bergauf. Stückchen für Stückchen. Stückchen für Stückchen. Träubchen für Träubchen. Ja, das wird. Das wird. Ich muss schon sagen, bis jetzt schlägt sich unser fliegendes Dorf ganz gut. Wir sind ja schon eine Weile unterwegs. Wir haben keine größeren Katastrophen erlebt. Das Einzige, was mal war, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, 3 oder 4 Leute abgesprungen sind hier, ne, von der Bevölkerung, weil die halt nichts zu wohnen und so hatten. Die waren so vollkommen und ja, gar nicht so damit einverstanden und sind dann gegangen. Gut, damit muss man halt leben. Aber das hat sich halt wieder entsprechend kompensiert. Wir sind mit 92 Leuten hier ganz gut bestückt. Da geht natürlich noch mehr, logisch. Da muss auch noch mehr gehen. Ja, wir kommen damit nicht. Das reicht nicht. So, 13 verbleiben. Soll ich da nochmal die... Ich lasse die da nochmal runterstürzen. Ah, verdammt. Erstmal nicht, dass ich hier so eine Oase komplett leer gemacht habe. Ja, ist wie es ist. So, Wohnblock vor. Ah, sehr gut. Benötigt 50% weniger Nahrung pro Haushalt. Das ist cool. Dann würde ich erstmal hier reinhüpfen. Dann haben wir jetzt hier auch komplett alles abgegrast, was irgendwie geht. So, wir könnten fürs Stadtzentrum erhöht das maximale mögliche Tempo um 20%. Diesen Punkt könnte man machen.
Erhalte alle Ressourcen zurück, wenn du Gebäude umstellst oder abreißt. In 64 Stunden. Das würde 32 brauchen, ja. Ist auch ein Punkt, aber erstmal nicht so brennend. Was haben wir hier? Oh, erhöht das Ressourcensammeltempo um 100% in 32 Stunden erforscht. Hier hätte ich noch ein, könnte ich noch auf 10 gehen. Ja, kommt so in die engere Auswahl, sagen wir mal so. Wie sieht es hier mit den Ressourcen aus? Wasserkondensator, stimmt, da war doch was. In 8 Stunden, sammelt alle 4 Stunden 2 Liter Wasser aus der Feuchtigkeit in der Luft, die im Anschluss von Arbeitern in ein Lager gebracht werden müssen. Gut, 2 Liter ist jetzt nicht die Menge, aber dann in allen 4 Stunden, das wird kaum unseren Bedarf auch nur annähernd decken können, aber wir können zumindest so ein bisschen dagegen arbeiten. Ne? Das ist schon mal nicht verkehrt. Oh, Moment, Augenblick, ich muss mal ganz kurz hier raus. Eieiei. Verdammt. Was mache ich? Wohnblock. Wo bin ich? Kohle, hier. Okay, egal. Da war ich. Ach, ich bin hier immer noch. Ich bin ganz schnell auf Pause. So, jetzt aber. Wo waren wir? Ressourcen, glaube ich, ne? Nein. Hier. Da wollte ich hin. Ressourcen, genau. Die Sache mit dem Wasser. Aber das sollten wir machen. 8 Stunden ist so gut wie nichts. Das kriegen wir so schnell gelernt. Effizienzerhöhung ist auch immer eine gute Sache. Eisenhütte. Nee, der war aber mit Kohle. Moment mal. Bauernhof? Kohle, ach, hier die Kohlehütte. Ach, da kann ich nur den Abgasradius, den kriege ich reduziert. Ich kann aber nicht die Effizienz der Kohlehütte verbessern. Wie steht denn? Sonst geht hier irgendwie alles. Wobei hier fließen... Wir machen auf jeden Fall das. Hier fließen irgendwie zwei Sachen zusammen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Auch hier. Ne, Bauernhof und so. Na gut, kann natürlich sein, dass wir hier irgendwas... demnächst irgendwann mal... bauen können, erforschen können, wie auch immer. Also erstmal erforschen, dann bauen können. Was sowohl Nahrung aus dem Bauernhof als auch hier entsprechend Wasser braucht. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen und auch das gleiche hier. Aber egal, wir machen das. Ja. Ich gucke trotzdem mal weiter. Ich könnte hier noch das Lagerhaus auf 3 Etagen verbessern. Ebenso, was hier eine Nahrung und so weiter anbelangt. Das brennt aber jetzt noch nicht so sehr. Ne? Also das ist Zukunftsmusik. Auftrieb. Flügel erhöht den Auftrieb um 50%. Das ist. Oh, Entschuldigung, das war. Das ist die Frage, macht das noch Sinn? Weil wir hier. Ich bin hier so langsam hier auf die Ventilatoren. Ich sollte es aber mit den Ventilatoren auch nicht übertreiben, weil die brauchen Kohle. Zum Betrieb. Das ist der Punkt. Also das wäre eher der Punkt, den ich als nächstes angehen würde, damit ich mit den Ventilatoren, die ich bis jetzt habe, da den Auftrieb erhöhe. Und das kann man dann später immer noch machen. Wir können ja die Flügel noch weiter benutzen. Ich sehe es gerade. Verringerte um 60%. Oh ja, auf jeden Fall. Aber jetzt nicht unbedingt, aber demnächst. Dann die Ventilatoren. Vertikalrotor erhöht Auftrieb, um uns in die Luft zu halten. Moderate Kosten, hoher Treibstoff. Keine Arbeiter, moderater Auftrieb. Liefert 25, die liefern auch 25. Okay, der liefert 12,5. Ja, das war der Punkt halt. Ne? Also ich dachte irgendwie so, hä? Gut, wir könnten das hier noch verbessern. Gar keine Frage. Aber später. Antrieb?
Flosse setzen wir gar nicht ein. Das Ruder verbraucht keine Kohle. Wir können aber hier den Antrieb um 50% erhöhen. Das sollte man machen. Irgendwann. Also jetzt nicht dringend, aber ne, sollte man auf jeden Fall. Sollte ich das im Auge behalten. Der Kohleverbrauch hier, das sollte ich auf jeden Fall reduzieren. Also das wäre so der, wären so die nächsten Punkte, dass ich hier jeweils hingehe und hier bei den Flossen noch nicht, weil die nicht einsetzen, aber hier bei den Propeller, ne, erstmal auf 30% runtergehen und dann auf 60%. Das wird so eins der nächsten Dinge sein. Sehnsüchte, ja, Schrein und Geistheiler. Das wäre so eine Sache. Kann ich erstmal den Schrein. Dass ich das erstmal mache. Und natürlich der Klinikausbau. Das ist natürlich auch noch so eine Geschichte. Okay, aber erstmal hier die Geschichte. Und dann geht's weiter. So, sorry für das lange Überlegen, aber auch das ist natürlich eine Sache, die man halt immer wieder im Blick behalten muss, ne? Ganz klar. So, wir gehen mal hier zu dieser Oase, beziehungsweise fliegen dorthin. Gehen wäre ein bisschen schwierig in der Luft, um auch dieses Wasser zu nutzen. Läuft die eigentlich wieder voll irgendwann oder momentan sieht das nicht so aus? Nehme ich da so ein bisschen. War da ein bisschen zu übereifrig. Okay. Ja. Oh. Genau. Da ist ja noch was anderes. Wo ich jetzt nicht genau weiß, ob wir da schon waren. So. Jetzt aber hier den Dreifachen wieder anschmeißen. Noch eine. Wir müssen gleich mal gucken. Also gucken, kann ich jetzt schon. Ojo. Ojo. Kann ich da noch einen hinschicken? Ach nee, die sind ja alle im Einsatz. Die sind ja jetzt alle im Einsatz. Okay, wie sieht das hier aus? Auch! So ein Lütchen. Was ist da los? Haben wir die nicht tatsächlich übersehen oder haben wir die schon mal geplündert und sind die jetzt wieder plünderbar? Fragen über Fragen. Okay, wie sieht's aus? Die Leute stürzen sich gerade nach unten. Wir haben 197 unter Wasser. Jetzt sind es noch 195. Es wird stündlich weniger. Es wird stündlich weniger. Da sind noch 32 verbleiben. Das ist auch nicht so viel. 218. 221. Aber hallo. 220. Noch. Ihr stürzt euch jetzt nochmal nach unten. Glaubt da alles auf, was ihr aufklauben könnt. Schön auftanken. So. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich glaube, mit 214, da sind wir schon ganz gut dabei. 215, 230. Cool. Maximum erreicht. Ich schicke hier einen Arbeiter hin. Ich schicke da einen Arbeiter hin. Das freut mich sehr, dass wir da jetzt entsprechende Reserven haben. So, minus 5,3. Minus 3, ja, durch die Bauernhöfe, klar. 2,3 für die Arbeiter. Wir haben Relikte gefunden. Einmal 4, einmal 6. Wow. Wow, 45. Geil. Relikte gefunden, alles klar. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Aber sowas von. In jeglicher Beziehung. Da bin ich sehr froh. Ich gehe mal hier auf Normalgeschwindigkeit, vorsichtshalber, weil ich mich ein bisschen orientieren möchte. Wir müssen da lang. In den Augenblick. So. Das ist Lehm, das ist schön, aber bringt im Augenblick nichts. 99, was ist das? Kohle.
Was ich habe, hab ich. Und es liegt auf dem Weg. Wir müssen nur einen ganz kleinen Schlenker machen. Ich muss das hier unbedingt aufstocken. Aber ich glaube, da bin ich schon auf Maximum, ne? Tja, brauchen wir Kohlehütten. Heißt aber auch, wir brauchen mehr Leute. Wenigstens 4, besser sind 8. Damit ich dann noch 2 von diesen Kohlehütten da bauen kann. Die dann vielleicht so ein bisschen was bringen. So ein ganz klein wenig. Klein wenig Entspannung in diese Situation. Wasserkondensator erforscht. Sammelt alle 4 Stunden 2 Liter Feuchtigkeit, Luft, bla bla bla. Sehr schön. So, was hatte ich gesagt? Moment, ich gehe mal ganz kurz raus. Ein Augenblick. Sicher. Der war es hier, ne? Neue Forschung möglich. Nachdem wir nun wissen, wie man Wasserkondensator und Kohlehütte baut, kam uns eine Idee für ein neues Gebäude. Meine Güte, ne? Wasserfilter. Öffne den Technologiebaum und begib dich zu Ressourcen, um mehr zu erfahren. Neue Forschung möglich. Nachdem wir nun wissen, wie man Bauernhof und Wasserkondensator baut, kam uns eine Idee für ein neues Gebäude. Windmühle. Okay. Öffne den Technologiebaum und begib dich zu Ressourcen, um mehr zu erfahren. Schließen. Ich pausiere mal ganz kurz. Auf die Gehörer bleibt stehen. Das ist cool. Und dann können wir uns jetzt hier in aller Ruhe umschauen. So. Erhöhung des Tempos, ja, erstmal nicht. Ressourcentempo, ja, 32 Stunden, genau. Windmühle. Verdoppelt die Produktion auf Bauernhöfen, kann mit Bauernhöfen und anderen Windmühlen verbunden werden. Baukosten 15 mal, also 15 Einheiten Holz, 15 Lehmziegel, 5 Glas und 3 Leute. In 16 Stunden erforscht. Was ist das hier? Wasserfilter verdoppelt die Produktion von Wasserkondensatoren. Braucht 2 Auftrieb. Wie sieht das hier aus? Auch 2 Auftrieb, okay. 15 Holz. Das ist, glaube ich, ähnlich wie hier, ne? 15 Holz, 5. Ja, genau. Das, nur hier haben sie da erstmal den Leben. Genau. 15 Einheiten Holz, 15 mal Glas, 15. Lehmziegeln braucht aber 2 Arbeiter. Zumindest für den Bau. Für den Betrieb weiß ich jetzt nicht, ob das auch so ist. Interessant. Gut. Effizienzerhöhung. Genau, das war die Geschichte. Effizienz ist immer gut. Aber Lagerung war es nicht. Auftrieb. Richtig. Das war die Geschichte und da wollte ich auf jeden Fall hier den Kohleverbrauch schon mal reduzieren in 16 Stunden. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das machen. Der Vertikalrotor muss erstmal noch ein bisschen warten. Bei Antrieb hatten wir was Ähnliches bei dem Propeller. Genau. Auch das soll ein bisschen was bringen. Antrieb um 25% erhöhen ist auch nicht verkehrt, aber erst später. Und das ist klar hier, da, ne, das ist dann noch Zukunftsmusik. Ich hoffe, dass die Leute erstmal soweit zufrieden bleiben. Dazu darf ich aber nicht zu viele Leute hier, ne, und so rekrutieren in der nächsten Zeit. Da muss ich mich ein wenig bescheiden und erstmal mit den Leuten hier klarkommen, die ich hier habe, bevor wir das Ganze weiter ausbauen. So. Das sollte relativ schnell gehen. Wir sind ja bei 101, 120 können wir maximal hier aufnehmen. Also das geht jetzt wahrscheinlich ratzfatz, bis wir da wieder auf die 120 sind. Und da muss ich mal gucken, welche Möglichkeit. Ah, oh, schon passiert. Uiuiui. Ganz schnell wieder zurück. Okay. Das war ja jetzt gar nichts.
Ja, ist hier rechts und links vielleicht noch irgendwas an Relikten, die ich mitnehmen kann? Oder irgendwelche goldenen Kugeln, andere Dinge, die ich vielleicht noch mitnehmen kann, damit ich mit den Geschichten weiterkomme? Ich glaube aber erstmal soweit nicht. So, das ist mein Ziel da hinten. So, da ist wieder ein bisschen Wasser. Das sieht ganz gut aus. Ja, das läuft, das läuft, das läuft. Achso. Moment mal. Lass uns mal hier pausieren. Ich habe da was erforscht und ich nutze es nicht. Ja, ist okay für mich. Der Wasserkondensator, der wäre vielleicht ganz, ganz nett. Huch. Wenn ich den hier irgendwo unterbringe. Frage, wo setze ich das Ding am besten hin? Oder am Träumen hier. Warte mal. Das würde sich nicht unbedingt empfehlen, das hier irgendwie so noch mitten reinbauen zu wollen. Keine Neigungsprobleme. Ich setze mal einen dahin und einen hierhin. Machen wir das mal so. Weg. Dann baue ich da erstmal so drumherum. Das ist jetzt auch erstmal so mehr oder weniger pro forma. Ne? Das muss ich erstmal gucken, ob das tatsächlich so bleibt oder ob ich da noch ein bisschen anders vorgehe. Wir haben ja da immer Möglichkeiten. So. Okay, dann haben wir den Bauauftrag schon mal erteilt. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Dummes gemacht. Auf jeden Fall haben wir dann Wasserkondensatoren. Schon mal zwei am Start. Und ja, das ist schon mal ganz gut. Bin damit sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dieser Folge. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß bis hierhin mit den ganzen Folgen, die ich bis jetzt so aufgenommen habe. Und natürlich auch hier mit dieser Folge, die ich jetzt gerade aktuell aufgenommen habe. Noch dabei bin eigentlich. Naja, egal. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Vielen Dank auch für deine Unterstützung, für dein Dabeisein. Brauche ich sehr, hilft mir sehr. Sage ich zwar immer mal wieder, aber es ist einfach so. Es ist einfach so und ich kann es gar nicht häufig genug sagen. Es ist eine Tatsache. Ohne euch ist hier tote Hose. Rede ich hier, weiß ich nicht, gegen eine Wand oder wie auch immer. Mache ich das hier nur für mich als Privatunterhaltung oder so. Das ist ja auch nicht so Sinn und Zweck der ganzen Übung. Von daher danke, dass ihr euch das hier antut mit mir zusammen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Nutzt und genießt die